Leute, ihr erinnert euch vielleicht, vor einigen Wochen habe ich die Enotria-Demo gezockt. Das ist ein Souls-like von einem Indie-Studio. Und jetzt ist die Vollversion erschienen. Und Nils hat es vorhin bei sich im Stream gemacht. Und das hat ungefähr den Teil abgedeckt, den ich auch mit der Demo gemacht habe. Und jetzt habe ich hier Nils Safe Game und kann sozusagen mit dem, was Nils in den ersten 2 Stunden gemacht hat, direkt weiterzocken, sodass wir ein bisschen was sehen, was wir noch nicht gesehen haben von Enotria. Also, falls ihr wissen wollt, was bisher geschah, könnt ihr bei Nils auf den YouTube-Kanal gehen und euch da den ersten Teil angucken oder einfach bei mir das Demo-Let's Play anschauen. Das dürfte sehr ähnlich sein, nur bei mir natürlich mit massiv mehr Skill. Darüber hinaus bin ich sehr gespannt, wie mir das Spiel jetzt in der Vollversion gefallen wird. Ich muss jetzt natürlich erstmal wieder reinkommen. Ich habe es jetzt seit dem letzten Mal natürlich nicht gespielt. Und es ist für mich ein absolutes Novum, denn ich spiele jetzt hier einen anderen Charakter. Also der ist nicht von mir geskillt und ausgestattet. Und jetzt muss ich mal gucken, was Nils da gebaut hat. Ob das überhaupt kompatibel ist mit meinem Spielstil. Es sind ein paar Fragezeichen. Aber ich bin guter Dinge. Es ist auch an einem Ort, an dem ich noch nicht war. Also komplettes neues Territorium für mich. Wir starten rein. Enotria The Last Song ab sofort erhältlich für PC und Konsolen. Ein Souls-like. Ich glaube, Maxim hat es auch schon fast durchgesuchtet sogar. Also für alle, die jetzt schon wieder diesen Itch verspüren, vielleicht nach Elden Ring Shadow of the Erdtree, und wieder ein Souls-like wollen, ist das hier vielleicht genau das Richtige. Wir starten rein. Oh, ich mach mal ein Greenie. Ich habe wirklich die Matteo-Frisur, fällt mir gerade auf. Aber auch so ein bisschen, es gibt so einen Popstar, der auch so eine Frisur hat. Wen meine ich? Tim Gatti. Nee, ein Sänger. Tim Gatti. Ach, du bist ja süß. So, wir gehen rein. Das ist der Charakter. Hier hat Nils also das letzte Mal gespeichert. Ich weiß jetzt noch nicht, wo er ist, aber es müsste auch kurz nach dem ersten Boss. Ah, ich erinnere mich sogar. Da ging es da irgendwo rein. Da habe ich das letzte Mal nach dem Bossfight auch reingeguckt. Das ist sozusagen das neue Biom. Und ja, das ist der Charakter, den er mir jetzt hier überlassen hat. Level 26. Und er hat hier schon gute Waffen. Was haben wir hier? Gesegnetes Rapier. Bühnenhellbarde plus 4. Ausgehärteter Stein. Ich muss hier echt mal wieder reinkommen. Weil es gibt ja diese verschiedenen Rollen, die man spielen kann. Und anhand dessen kann man dann nämlich hier auch verschiedene Builds machen. Das ist jetzt natürlich Pfad des Attentats. Er ist jetzt hier den Trickster-Weg gegangen, so wie ich das sehe. Hat aber auch hier was genommen. Man kann die eh nicht neu vergeben zurzeit. Durch erlittene Nahkampfschaden wird dem Angreifer eh... Das Verursachen von Schaden mit einer Waffe erhöht kurzfristig deine Verteidigung, das perfekte Parieren eines Angriffs, heilt dich um einen Anteil deines Gesundheitsmaximums. Das ist nicht so schlecht. Damit bin ich einverstanden. Was haben wir hier? Aber es ist schon interessant, dass er so in jeden Baum investiert hat, wie es aussieht. Grazia-Pfad. Durch das Sprechen des in Platz 1 ausgerüsteten Maskenverses wird deine Waffe kurzfristig mit Grazia angereichert, okay? Durch das Sprechen des in Platz 3 ausgerüsteten Maskenverses wird deine Waffe kurzfristig mit Fatuo ausgerüstet. Dann haben wir hier noch das Sprechen eines Fernkampf-Maskenverses erhöht kurzfristig deine Ardore-Kraft. Ja, das ist jetzt natürlich durch das Ausweichen einem Angriff gegenüber wird der Angreifer etwas erschüttert. Wenn du Schaden verursachst, wird deine Ausdauergeneration erhöht. Wenn deine Ausdauer über einer gewissen Schwelle liegt, werden dein Startsende mal... Okay. Das Töten eines Gegners stellt einen kleinen Anteil deines Gesundheitsmaximums wieder her. Dieser Effekt ist stärker, wenn die Gesundheit unter einer Schwelle liegt. Deine Statuskraft und durch Todesstöße werden erhöht.
Okay. Mara, danke für den Raid. Da kommt die liebe Mara. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Mara. Kleine, liebe, süße Biene, Mara. Mara! Komm und zeig mir die. Ich kann den Text nicht. Maja! Maja, jetzt komm doch mal! Wir müssen. Maja! Ja, Willi, ich komm ja schon. Da hinten ist doch eine Schaukel. Maja, die Schaukel ist doch kaputt, Maja. Wir müssen doch jetzt. Die haben doch gesagt, wir sollen nach Hause gehen. Maja! Okay. Wir machen weiter. Ja, ich kann alle meine Kindheitshelden. Ich kann auch Pumuckl. Der Meister Eder, da kommt der Meister Eder, will wieder, dass der Pumuckl wieder nur schlafen geht. Ja, Meister Eder. Das ist mein Pumuckl. Ja, der Pumuckl muss wieder, der Po, ja, der Pumuckl, was, der Pumuckl ist wieder der Schuldige, der Pumuckl. So. Meister Ede und sein Pumuckl. Danke, Mara, für den Raid. Ich muss jetzt hier mal weiterzocken. Ich habe also, was heißt weiterzocken? Ich muss jetzt mal anfangen, hier zu zocken. Ich muss nur einmal Überblick bekommen, was Nils hier gebaut hat. Das ist natürlich, wenn man so ein Safe-Game übernimmt, muss man natürlich erstmal checken, was hier Phase ist. Aber ehrlich gesagt, können wir es auch einfach rausfinden. So, das ist unser Estus-Flask. Soweit, so gut. Der Rest, kein Plan, ey. Kompendium, whatever, komm. So. Er hat hier diese Stangenwaffe. Und ich habe hier noch dieses sehr schöne Schwert. What's, aber sehr langsam. Ich glaube, da gefällt mir die Stangenwaffe tatsächlich besser mit dem schnellen Schlag. So, dann gucken wir mal. Ist das ein Böser? Oh ja, das ist ein Böser. Oh, das ist aber. Eieiei, der hält aber gut was aus. Guck mal, der hat auch null Knockback. Ah, ein bisschen. War nicht viel. So, dann testen wir mal hier. Oh, was ist jetzt? Testen wir mal hier die Skills oder was? Hey, wieso klappt das nicht? Achso, die sind noch nicht aufgeladen. Wer schießt denn denn? Wer schießt? Boah, hier geht's aber gut ab, oder? Direkt hier von zwei Seiten. Oh, das ist ein Critical. Ah, egal, so geht's auch. Ach, das war der gleiche Typ, der sich hinter mich, Mantellone, getötet. Man kann man sich hier, das ist glaube ich auch neu, das gab es in der Demo so noch nicht. Kann sich hier Lore noch gönnen. Erstmal reinkommen, Leute, erstmal reinkommen. Ja, der Pumuckl ist wieder schuld. Ja, der Pumuckl. Okay. Aber wenn da das Bonfire ist, ach so, dann geht's ja hier. Dann ist er hier lang gegangen, wahrscheinlich. Hat hier das Bonfire und dann geht's da unten lang. Oder kam er von unten? Das ist die Frage. Kann man von hier oder kann man von der anderen Seite? Ich glaube, von hier kommt man, ne? Hier ist der Boss-Room. Ja. Ich glaube, hier geht's zum Boss-Room. Da erinnere ich mich nämlich noch dran. Hier war der erste Boss. Den hat er ja wirklich gelegt. Aber wahrscheinlich nicht so wie ich beim First Try. Okay. Nur mal kurz orientieren und reinkommen. So, zack. Kann ich backstabben? Oh!
Was macht man, wenn da das so aufleuchtet? Das habe ich nicht verstanden. Wie macht man da den Critical? Der lebt ja immer noch. Das muss ich nochmal checken, wie man da den Critical macht. Das weiß ich noch nicht. Okay, da ist ein Item. Hier war er offensichtlich noch nicht. Kann übrigens auch springen. Also wir Double Jumpen, oder? Nee, sah gerade nur so aus. Aber doch, mit R1 macht er so. Kloster der Maya, Quinta. Ewigkeitsschlückchen. Die Tür kann von hier nicht geöffnet werden. Wumms sind da rein. Okay, habe ich irgendwas auf Distanz? Nee, ne? Ja, das hat... Moment, ist das überhaupt mein Flask, was ich jetzt gerade benutzt habe? Ammoniasaft. Ja, aber das, man wird halt sofort interrupted. Keine Hyper-Armor, nix. Das war ein sogenannter Special Move. Ach geil, der ist an den Spikes gestorben. Das war natürlich auch dumm von ihm. Ah, okay, Dreieck ist der, die Flask. Das andere ist Reusables. Oh, da unten ist irgendwas Geiles. Komm ich da so hin? Oh, crap. Oh, shit, das hält ja ganz schön viel aus. So, wie mache ich jetzt hier? Huh. Das war doch noch kein... Das war doch gerade kein richtiger Repost. Okay. Na? Okay, ich muss hier nochmal in den Bild. Was haben wir denn noch für Waffen? Achso, Blutlust war jetzt das letzte, aber das können wir hier so nicht benutzen. Warte mal, vielleicht stehe ich hier auch mitten in der Arena gar nicht so gut. Wir haben hier nämlich auf jeden Fall Bühnenhellbarde 4 gesegnetes Rapier. Okay, den hat er natürlich schon jetzt aufgelevelt.
Silberweste, Schwanz der schwarzen Katze. Knisternde Fackel. Wacholderschwert. Bühnengroßschwert. Ich hätte gern was Schnelles. Wahrscheinlich wäre hier so. Langschwert Blutlust finde ich ganz gut. Wiss 133, aber X heißt, ich kann es nicht benutzen, oder? Physischer Schaden 227. Ja, macht doch viel weniger. Erschütterungsschaden. Ach ja, blocken. Gucken. Testen wir mal blocken. Lol. Ja gut, gegen Magier ist natürlich richtig. Ah, jetzt habe ich den. Okay. Da war der Critical. Oh, hier ist noch ein Item. Bruchstück einer bitteren Erinnerung. Die sind halt relativ unbeeindruckt von meinen Schlägen, wie man hier sieht. Erst nach dem dritten oder vierten Schlag zeigen die so eine Reaktion. Ey, also das mit dem Ausweichen kriege ich aber auch noch nicht so richtig hin. Das ist irgendwie, ist dieser Bild taugt mir so nicht. Kolossales Kotschett, Wacholderschwert, Langschwert. Ganz gute Werte. Ja, das ist ja schon besser hier. Guck mal. Da kann man auch mal arbeiten. Oh, falsche Taste. Die Tür erfordert einen Schlüssel. Ja, okay. Tür erfordert einen Schlüssel. Von da bin ich gekommen, ne? Oder bin ich von da? Nee, von der anderen Seite. Das geht doch hier schon viel besser von der Hand. Und das ist noch nicht mal aufgelevelt. Aber ich finde es auch besser, tatsächlich, oh, wenn die Schläge auch Wirkung zeigen. Kein Backstep, okay. Ich habe das Gefühl, das hier könnte man eventuell irgendwie aufbrechen. Durch eine Stampfattacke oder sowas.
das ist schon mal nicht. L2, R1. Oh, genau. Nice. Huch. Thanks, Chat. Was mir gut an dem Bild gefällt, ist, dass man echt durch die Schläge gut Health regeneriert, sodass man echt mal ganz gut voll ist. Da oben geiles Item. Abartig. Wenn ein Gegner vom Zustand abartig betroffen ist, verursacht er mehr Elementarschaden. Allerdings wirst du geheilt, wenn du ihn triffst. Je aggressiver, desto besser. Jetzt erstmal ein Bonfire. Okay. Kai braucht einen Schlüssel. Wo geht's hier weiter? Ist das eine Leiter? Nee. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Ich bin schon zu weit vor. Erstmal hier runter. Ich würde gern aufleveln. Ich würde gern die Waffe hochleveln. Die gefällt mir nämlich gut. Oh, miese Stelle. Alter, ist das mies. Lol. Abartig. Wenn du vom Zustand abartig betroffen bist, wird deine Elementarkraft erhöht. Allerdings werden Gegner geheilt, wenn sie dich treffen. Okay, umgekehrt also. Am Ende des Tages ist ja eigentlich auch wurscht, weil wir eh alles umhauen müssen. Mal sicher gehen, dass hier nicht hinter den Statuen irgendwie noch was ist. Da ist zum Beispiel was. Oh, oh. Soll mal die Skills lernen? Ey, dieses Schwert ist halt einfach tausendmal besser als dieses komische Ding, was Nils da benutzt hat. Hat ja fast genauso viel Schaden, ist aber viel schneller. Jetzt reicht's aber. Also wie die einfach... unbeeindruckt sind von meinen Schlägen. Das gibt's doch gar nicht. Wer schreit denn da die ganze Zeit? Da oben? Hä? Was ist das? Ach da, okay. Oh shit. Alles klar. Hui, das war knapp. Kein Problem. Was? Leute, kleiner Tipp,
wenn ihr einen Zeitschriftenladen in der Nähe habt, der die G verkauft, Videospielmagazin G, dann holt euch die aktuelle Ausgabe. Mal gucken, hier ist ein Shortcut. Da ist nämlich ein, ich glaube, 6-seitiger Bericht über Rocket Beans drin. Wer mal wieder eine Printausgabe will von irgendwas. Ey, wo kann man die, die Waffen nochmal hochleveln? So, ich habe hier schon ein paar Verbesserungspunkte für die Entwickler, die ich denen gerne mitteilen würde. Kann man sich da hinbeamen zum Amboss? Aufleveln. Ach, guck mal, das kannst du einfach hier. Nee, ach so, aufleveln ist ja nicht. Upgraden. Schnell. Garnituren. Was ist. Ah ja, Maske. Das Curtis. Statusgrad allerdings erhältst du aus allen Quellen mehr Schaden, erhöht den von Fernkampf. Boah, das ist echt krass, ne, was man hier alles einstellen kann. Aspekte. Die gesamte Erfahrung eines Unbekannten. Aspekt des Fetts, Aspekt des Akolyten, Elementarist, Aspekt des Schurken, Assassine, Aspekt des Soldaten. Ich bin mir auch noch nicht, also rechts, es werden wohl irgendwelche Werte verändert dadurch, aber ich weiß auch gar nicht, was hier schlau ist zu nehmen, ehrlich gesagt. Ich nehme jetzt mal Curtis einfach. Und dann hast du hier noch, glaube ich, die Skills. Ach so, das sind die Sachen, die man quasi im Skilltree, glaube ich, freigeschaltet hat, die kann man dann nochmal ausrüsten, oder wie? Wenn deine Ausdauer über eine gewisse Schwelle, ja, genau. Du schaltest die im Skilltree frei, aber dann musst du sie noch hier in die Slots stecken. Deine Statuskraft. Dornendecke haben wir auch schon ausgerüstet. Fatuo-Pfad. Weitsichtig, Bereitschaft, Grazia-Pfad, okay. Das haben wir nicht ausgerüstet. Wenn du Schaden verursachst, wird deine Ausdauergeneration. Das gefällt mir eigentlich besser. Für schnellere Waffen. So, aber jetzt müssen wir. Wo war nochmal der Amboss? Hier, ne? Ich meine, unten Viertel war der Amboss. Wenn ich mich recht erinnere. Aber ich weiß halt nicht, ob ich Materialien habe. Wahrscheinlich hat Nils die für seine komische Keule ausgegeben. Hier ist der Amboss. Und wir wollen verbessern das Wacholderschwert. Memoria. Ungenügend Memoria. Aber das sind nur Seelen. Okay, das ist, weil ich gerade gestorben bin. Das können wir easy farmen. Aber von den Fragmenten haben wir genug. Wir müssen eigentlich nur Memoria. Warte mal, habe ich nicht bestimmt welche ein paar Seelen, die ich poppen kann, oder? Gebärt bei Verwendung Memoria. Hier, probieren wir doch mal.
800, zack. Hier. 200 pro Stück. Nehmen wir alle. Hier, Kopf. Papp. Und jetzt können wir das Wacholderschwert schon verbessern. Ne? Aber warum ist da so ein rotes X? Habe ich irgendwas gemacht? Warum ist da ein rotes X oben drüber? Habe ich irgendwas gemacht, dass das jetzt nicht mehr benutzen kann? Wegen Anforderungen oder so? Bevor ich jetzt hier... Lass uns das nochmal angucken. Hier ist Wacholderschwert. Physischer Schaden. 67 erscheint mir auch sehr wenig. Irgendwas habe ich verändert. Kann man sehen, was man braucht für Mindestwerte, damit das benutzt werden kann oder was? Okay, das ist Scaling, Angriffskraft, Adorekraft. Kampfmagier, 1 von 5. Deshalb. Das ist das Problem. Weil ich die Maske gewechselt habe. Spricht aber auch dafür, dass das keine Waffe ist, die für die Werte besonders passt. Eventuell eine dumme Idee, aber die Waffe gefällt mir halt gut. Dann wechsle ich doch einfach nochmal die Maske, oder? Achso, das kann man nur am Bonfire. Wenn man ins Bonfire. So. Deshalb. Wir müssen Aspekt des Verzauberers nehmen, damit wir die Waffe führen können. So wie ich das sehe. Und jetzt, wenn ich es richtig kapiert habe, dürfte das... Ja, jetzt ist das rote X hier auch weg und der Schaden oben rechts, sieht man, ist jetzt auch deutlich höher. Okay. Also es ist einfach, weil... Das ist halt das Ding, wenn man einen Safe-Stand übernimmt von jemand anderem, dass dann halt der Charakter anders geskillt ist. Aber so müsste es gehen. Jetzt können wir es upgraden. Also wir hätten es auch vorher upgraden können, aber jetzt macht es Sinn. Wacholderschwert. Verbessern. Nochmal verbessern. Jetzt fehlt schon Memoria wieder. Haben wir noch was? Alte Gabel. Kann geworfen werden. Wie viel, guck mal, wie viele Items man hier schon hat. So. Wacholderschwert plus 3. Yes, please. Können sogar noch ein Level hochgehen, brauchen jetzt aber 2400. So, aber das ist ja schon mal was. Jetzt können wir wieder zurück. Drück Dreieck, sagt B-Matrix. Was meinst du damit? Wo soll ich Dreieck drücken? Beim Upgraden? Ist doch ein Trick. Ach so, um hier die Werte zu sehen oder was? Ja, hier sieht man hier, wie die Werte hochgehen bei einem Level-Up. Ja. So, jetzt reisen wir zurück. Gestärkt. Hier.
Hast du schon das Drachenschwert plus 10? Nee, leider noch nicht. Ja, jetzt gehen wir erstmal unsere Seelen zurückholen. Das hat auch jetzt schon mehr Wumms. Bilde ich mir zumindest ein. Oh, du sausackiges, sackgesichtiges. Jesus! Ui, ui. Ich hänge irgendwo. Ich hänge an Stäben. Jetzt hängt er an Stäben. Lol. Die Sterbeanimation ist so lang, dass man denkt, guck mal, wie lang der ablebt. Dass man denkt, dass der noch lebt. Ganz schön theatralisch, die Dudes. Nope. Hier, guck. Der ist tot. Oh. Es tut so weh. Es schmerzt. Ich werde... Okay. So, jetzt machen wir erstmal hier die Kiste auf. Respiro Dolterevia. Gekauft steht da. Wieso denn gekauft? Ist doch gefunden. Ich weiß nicht genau... Aha. Aber die zeigen halt 0,0. Guck mal, du schlägst auf die ein und die zeigen 0 Reaction. 0,0. Tangiert die überhaupt nicht. Für so einen Standardgegner, Respekt. Wie viel Poise hat er? 7000? Ah, da war übrigens der Block. Okay, den Block, also den Parry, wie man es nennt hier, den muss man natürlich richtig benutzen, wie bei Sekiro. Das habe ich bislang nämlich noch gar nicht gemacht. Kaputte Majolika. Und Geständnis des Gefangenenwärters. Die Dunkelheit ist viel toleranter als das Licht. Es gibt keine Verurteilung in den Schatten und im schwachen Kerzenlicht. Und so tat er, was ihm gesagt wurde. Schamanen, Heiler, Dissidenten, Adlige. Egal, wen der Herzog ihm schickte. Er nahm sie auseinander und riss ihnen nützliche Informationen. Wie ihre Verfolgung ihn einst verdammte, so übte er an ihnen Vergeltung. Doch in seinen letzten Momenten spross die Saat des Zweifels in ihm. Welchem Zweck hatten seine Mühen gedient? Tat der Herzog dies für sein Land,
für Macht oder für ein törichtes Ziel wie das Streben nach ewigem Leben. Der Gefängniswärter sollte es nie erfahren. Als seine Seele in die Verdammnis getragen wurde, konnte er sich nur immer wieder einreden, dass er nur getan hatte, worum man ihn gebeten hatte. Okay. Was haben wir denn da gerade eingesammelt? Was ist das alles hier? Kehre nach Verwendung zum letzten Besuchten. Okay. Verstärkt bei Benutzung Ausdauerregeneration. Getränkte Messer. Ungewöhnlich mit Wies angereicherte Wurfdolche. Pflasterstein. Verbrauchte Klinge. Wo ist denn das, was wir gerade eingesammelt haben? Verse. Achso, das sind die Skills. Verstehe. Hier. Nee. Adore Atem, haben wir das gerade konzentriert? Die Macht des Adore in deinen Lungen und lässt alles raus, wodurch du allen, die im Weg stehen, Schaden zufügst. Das klingt nicht so schlecht. Das haben wir gerade gefunden. Konzentriere die Macht des Fatuo in deinen Lungen. Okay, das ist das Gleiche. Ladetempo Andante. Ladetempo Allegro. Okay, was ist jetzt besser? Allegro oder Andante? Lass mal hier Italienisch lernen, bevor man hier weiterkommt. Und das können wir dann nämlich hier zum Beispiel. Was ist das? Beschwört eine ätherische Armbrust aus Ador und schießt einen einzelnen Bolzen. Beschwöre eine mit der Kraft des Fauto angereicherte Adore Hellbarde und führe einen mächtigen, schwerigen Angriff. Beschwöre ein mit der Kraft des Wies angereichertes Adore-Schwert. Ein Speer. Ist ja alles das Gleiche. Das brauchen wir doch gar nicht. Ah, das kann ich jetzt nicht wechseln, ne? Das kann ich erst am Bonfire wechseln, okay. Machen wir später. Ja, da bin ich ja hergekommen. Oh, du Sau, kannst was werfen, du mieses. Dir komme ich jetzt. Also, ich sag mal ein paar Sachen, die man hier, mit denen man das Spiel macht, schon echt Bock, muss ich sagen. Es ist schon echt ein gutes Souls-like, aber da kann man natürlich noch einiges verbessern. Also, der Energiebalken der Gegner sollte nicht von rot auf hellrot wechseln, so dass man überhaupt nicht so richtig checkt, was jetzt genau der Damage ist, den man gemacht hat. Außerdem sollte der Energiebalken schneller sich leeren, nämlich dann, wenn der Schlag eintrifft, muss auch der Energiebalken das abbilden für die Immersion. So, dann der erste Schlag oder generell ein Schlag auf den Gegner, wenn er nicht Ultra-Poise hat, wie Magier zum Beispiel, weil sie keine große Rüstung haben, das muss ja irgendeine Reaction zeigen. Das geht nicht, dass die erst nach dem dritten oder vierten Schlag irgendwie eine Reaction zeigen. So, liebe Entwickler, diese Info gab es gratis von mir für die weiteren... Alter, was geht hier? Verlange ich Geld. Die Animationen müssen auch, die Sterbeanimationen müssen drastisch reduziert werden. Oh, neue Waffe, Reue des Märtyrers, geil. Checken wir gleich ab. Hier, das meine ich, guck, zeigt überhaupt keine Reaction. Und hier seht ihr, wie die rote Farbe sich auf so... im Energiebalken auf bisschen helleres Rot. Achtet mal auf den Energiebalken. Hier, das erkennt man kaum jetzt. Und dann ist der Balken
hellrot, aber noch voll und dann wird er erst leer. Why? Das kann man noch machen. Das kann man noch verbessern. Das lässt sich mit einem Patch beheben. So, warte, wir gucken uns erstmal die neue Waffe an. Vielleicht ist die geil. Die hier benutzen wir eigentlich eh nicht. Reue. Oh, guck mal, hier haben wir auch noch Monolith des Ritters. Das ist auch ein kolossales Großschwert. Und dann haben wir Reue des Märtyrers. Können wir vergleichen mit. Aber noch nicht mit gesegnetes Rapier. Hiermit. Mit Wacholderschwert, da sehen wir es. Im Vergleich, Adorischer deutlich niedriger. Allerdings natürlich Wacholderschwert schon plus 3, aber abartig Schaden natürlich sehr hoch bei diesem Schwert. Okay, was haben wir hier? Physischer Schaden höher, Erschütterungsschaden niedriger tatsächlich. Was auch ein bisschen komisch ist, ein kolossales Großschwert macht weniger Erschütterungsschaden als ein Langschwert? Why though? Das kann doch nicht nur in den drei Leveln liegen. Die Gegner mit Hellrot bedeutet, welches Element er hat. Heißt, du musst deine Waffe auf das Element infundieren, was stark dagegen ist. Verstehe. Deshalb ist der Energiebalken in dieser Farbe. Okay. Das ist... Physischer Schaden 290. Okay. Ich bleib jetzt erstmal bei der Waffe. So, wir sind ja nur runtergefallen, das heißt, es gibt keine Gegner, aber wir müssen natürlich diesen Sprung hier schaffen. Oh, das war nice. Das war wegen dem Perfect... Dings, wertvolles Gehäuse. Man weiß immer dann nicht, oder ich weiß es noch nicht, wo das gelandet ist, was man da gefunden hat, weil es hier so viel Kram gibt. So dass ich jetzt nicht genau weiß, was da gerade gedroppt wurde. Da ist es, oder? Wertvolles Gehäuse. Kann für ein hübsches Sümmchen verkauft werden. Okay. Davon haben wir richtig viel. Da können wir ja ordentlich leveln. 10 Stück haben wir. Hier ist nix. Okay, okay. Alright, okay.
Das kann doch nicht sein. Da ist doch was. Ist da was? Schlüssel zu den Katakomben, siehste. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir den Schlüssel gebraucht haben. Hier war das Bonfire, hier wahrscheinlich. Sehr gut. Können wir erstmal gucken, was wir mit unseren Seelen machen. Wir können natürlich auch hier was freischalten, wie ich das sehe. Ah, nee, oder? Was kostet? Das Töten eines Gegners lädt all deine Maskenverse wieder auf. Das Ausfüllen tötet sie sofort. Durch das Ausweichen einem Angriff gegenüber werden deine physische Kraft und Status, deine Elementarkraft erhöht. Ja, wird deutlich erhöht, aber du lernst Hören aus allen Quellen. Nee, das wollen wir nicht. Notfallkniffe. Wenn deine Gesundheit unter einer gewissen Stelle, kannst du Angriffe. Das ist Zauberkram hier. Nee, Battle Mage ist das. Das ist, weiß ich nicht, Pfad der Innovatoren? Nee, das ist alles Pfad der Innovatoren. Fatuo-Pfad, Elementarist. Trickster ist, glaube ich, das, was wir wollen, oder? So, wir leveln erstmal. Was machen wir? Schläger ist Gesundheit, Verteidigung. Ich weiß halt nicht so richtig, was wir sind. Wir sind Assassine, ne? Schläger, Assassine, Strength, Dex. Ist doch eigentlich gut. Ach, guck mal. Kostet schon so viel. Einmal zum Amboss, bitte. Und wir haben ja diese Gegenstände, die man verkaufen kann. Das heißt, ich brauche ja eigentlich nur einen Händler finden. War da nicht auch einer hier irgendwo? Mal, der Nils hat da oben ein Item noch gelassen. Hier war doch irgendwo ein Händler, wenn ich mich recht entsinne. Verwechsel ich das? Oh, Memoria, okay. Haben wir aber
Können sogar noch ein Level hoch machen, wenn wir noch mehr Memoria hätten. Aber dafür brauche ich den... Dafür brauche ich den Händler. Wo war denn hier nochmal ein Händler? Ich erinnere mich nicht. Maskenscherbe des Gärtners. Kann ich hüpfen da? Kommen wir nicht hin. Da kriegt man direkt irgendwie so ein bisschen Lust auf Urlaub, wenn man hier dieses Level... Da ist das Item. Ich glaube, man kam da hier. Oh. Hä? Was war das? Habe ich jetzt einen NPC getötet? Was ist das hier? Drei Ephesiten-Nuggets hat er einfach hier liegen lassen. Nilsov, was ist da los? Wie heißt das Spiel, von dem ich vorhin geredet habe? Lunacid. Ah ja, stimmt, da kann man noch runterstampfen. Aber ich glaube, das hat er schon gemacht. Damit kommt man doch dann hier rein, oder? Da stampfst du durch, dann landest du hier. Das hat er schon gemacht und dann kommst du hier raus. Ich glaube, wir müssen hier sonst, ehrlich gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Nils hier das einigermaßen gründlich gemacht hat. Aber jetzt ehrlich gesagt, keine Lust hier im alten Gebiet rumzumeandern. Aber wir brauchen einen Händler. Sachdienliche Hinweise werden angenommen. Ich dachte immer, hier ist einer. Aber hier ist keiner. Irgendwo muss es einen Händler geben. Ja, jetzt kämpft er doch gegen mich? Hä, was ist das denn für eine komische Nummer hier? Ich weiß eigentlich, wer ich bin. Ich bin Nils Bohmhoff. So. Gehen wir hier. So. Wir reisen in die Krypta des alten Herrschers. Und dann können wir nämlich da durch dieses Tor gehen.
So. Nun. Zumindest fairer Rücksetzpunkt. Guck mal, ich mache fast gar keinen Damage. Hä, ich hab doch geblockt. Also geparried oder wie man immer es... Hä? Das gibt's doch nicht. Ich kann jeden Schlag blocken, nur der insta-killt mich. The fuck? Gab's da einen Hinweis, dass der unblockable oder sowas ist und ich habe ihn nicht gesehen? Okay, der hat getroffen, das sehe ich ein. Alter. Also das... Was ist hier los gerade? Ey, wie schwer ist bitte ausweichen? Ich will einfach nur nach links oder rechts dodgen. Und ich krieg's nicht hin. Dabei ist es so schnell. Ja gut, verzögerter Angriff, sehe ich ein. Alter, wie lange ist die Animation, wo man auf dem Boden liegt? Also die Waffe haben wir ja gerade schon gekriegt. Was war das? Bestattungsflamberge. Auch hier die Waffen, ne? Wie unterschiedlich. Die haben jetzt so ein lila Fenster. Die haben gar kein Fenster. Ist das besser? Ist das schlechter? Yeah.
Okay, wenn man schlägt, muss man natürlich aufpassen wegen dem... Hä, das wird komische Animation. Oh oh. Ist natürlich ein sehr kleines Areal hier und er hat sehr große Reichweite. Da kommen einem hier schon fast Taurus-Dämon-Vibes. Ich glaube, man macht das einfach mit Blocken. Da kommst du hier aus dem Heilloop nicht mehr raus. Also je perfekter man parried, desto weniger Schaden nimmt man. Ja, man darf nicht zu gierig sein. Okay, das ist eine Drecksattacke, ey. Habe ich ihn. Vielleicht bin ich noch zu low-levelig. Wieso Kamera? Dreht durch. Der macht aber auch viel Damage bei mir. Was heißt eigentlich dieses Flammensymbol da über seinem Energiebalken? Ja, okay, ich habe keinen Bock mehr auf den. Mann, woran liegt denn das? Das gibt's doch gar nicht. Physischer Schaden. Das ist doch ganz klar hier verskillt vom Nils.
Okay, das, hier kann man so voreingestellte Builds quasi benutzen. Was haben wir denn hier noch? Wildstein, Lenke, Kraft in der Schlage auf den Boden, entfessle einen Ausbruch von der Dore, der Gegner in der Nähe erfasst. Zonenschaden. Nehmen jetzt mal hier Adore Atem. Okay, das Flammensymbol hier links sehen wir ja auch so, was schlägt was oder wie. Also brauche ich den. Aber wie ist das zu deuten? Der Kelch schlägt die Flamme? Oder was? Das verursacht einen Schaden mit einer Waffe. Weitsichtig. Das Sprechen eines Fernkampfes. Trumpfkarte. Durch das Ausweichen einem Angriff gegenüber werden deine physische Kraft anstatt einer Kurzfristigung. Wir brauchen irgendwas, was uns mehr Parry-Dingens gibt. Aber in welchem Pfad ist das? Ist das hier? Pfad der Raid. Irgendwas mit Parry. Physische Kraft. Nee, das ist es nicht. Das glaube ich auch nicht. Hier, das perfekte Parieren eines Angriffs erhöht kurzfristig deine physische Kraft. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Das ist aber auch das Einzige, was ich hier sehe. Das hier geht nur um diese Maskenferse. Ich weiß nicht so genau, was mit Maskenferse. Gemeint ist. Ist denn damit die Special Skills gemeint, oder? Kann das sein? Das ist es, glaube ich, oder? Ja, schneller aufgeladen. Ah, ich verstehe. Das ist natürlich interessant.
Eieiei. Okay. Wir haben alle dieses Flammensymbol. Aber dann, woher weiß ich denn, was ich für ein Symbol habe? Also ich brauche dieses Weiße unten. Mit den Kugeln drinne. Okay, das hängt dann von der Maske ab, die ich trage. Weil der... In der Zeit, in der du hier Items einsammelst, ist er immer noch am Sterben. Ups, was ist hier passiert? Alter. Homing. Kann man hier ins Wasser rein? Nun. Ich wünschte, ich wäre bei solchen Spielen Playtester bei den Entwicklern. Weil die sind hier schon nah dran an einer kleinen Sensation. Als Indie-Developer. Aber die brauchen jemanden wie mich, der ihnen ehrlich ins Gesicht sagt, pass auf, diese Trefferanimation ist zu langsam. Wieso kann man hier rüber? Ah, da ist ein Shortcut. Okay, ich verstehe. Na gut. Nein! Okay, jetzt. Ah, da ist ja der Typ wieder. Wenigstens farmen wir so ein bisschen. Das ist auch nicht schlecht. Level up wieder hier. Ruhig, 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 ruhig!
Ist halt lustig, wenn der Nils dieses Safe-Game sieht und feststellt, dass ich halt mehr oder weniger im gleichen Raum bin, als er mir es übergeben hat. Jo, Botte! Wieso trifft er denn nicht? Alter, ich komme überhaupt nichts. Ich komme nicht zum Angriff. Ich drücke jetzt zum 47. Mal R1, aber du wirst immer gestunlockt. Jetzt sind die Seelen weg, was? Kannst nichts machen. Der Typ kann unendlich oft schlagen. Ist völlig unbeeindruckt von deinen Schlägen. Hier. Er zieht seine Animation knallhart durch. Ich kann meine Animation nicht mehr durchziehen. Warum? Was ist hier los? Moment, das ist doch auch nicht die richtige Waffe. Oder was? Doch. Aber wieso ist die denn jetzt so langsam? So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also minimal schneller. Langschwert. Großschwert. Tschüss. Guck mal, der schlägt so schnell. Meine Attacke ist so langsam, dass ich sie einfach nicht... Und ich werde sofort interrupted. Ich kann ihn nicht angreifen mit dieser Waffe. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das macht doch keinen Sinn. Wieso sollte man dann langsame, schwere Waffen benutzen, wenn die keine Hyper-Armor haben? Tür erfordert Schlüssel. Was the fuck? Waffe ist schon mal nicht. Dekoriertes Roncone. Hellbarde. Bühnenstreitkolben.
Ich finde halt, das ist ja wahrscheinlich als Langschwert eher eine schnelle Waffengattung. Und das ist halt nicht schnell. Also meiner Meinung nach müssten die hier mal am Poise-System ein bisschen was arbeiten. Irgendwas stimmt. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Es gibt, glaube ich, den Poise-Wert nicht. So wie ich das sehe. Aber es kann nicht sein, dass die Gegner jeden unserer Angriffe unterbrechen können und wir keinen einzigen von den Gegnern. Das ist irgendwie komisch. Da sage ich zu Recht, was soll das? Jetzt sind wir wieder hier. Mal hier, selbst seine Zwischenattacken, wenn die werden einfach unterbrochen. Und dann ist sie weg. Und guck, wie lang die dauert. Wenn du da nur einmal getroffen wirst in dieser Animationsphase, wird die Attacke nicht ausgeführt, gilt aber als benutzt. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, Leute. So, hier waren wir zwar schon, aber ich muss hier noch mal lang, glaube ich. Licht des Prios. Achso, hier haben wir den Schlüssel gekriegt, ne? Ansonsten ist hier nämlich gar nichts. Scheiße, das war völlig umsonst. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Wir haben hier den Schlüssel aufgemacht. Dann sind wir hier durch. Muss ich den Typen besiegen, um weiterzukommen? Muss da auf die andere Seite, so wie es aussieht. Alter. Hm.
So. Die Glocke hoch, oder? Geht nicht. Ey Leute, ich raff nicht, wo es jetzt hier weitergeht. Da kommen wir nicht weiter. Da müssen wir aber hin. Wir müssen eigentlich... Achso, da brauchen wir einen Schlüssel. Hä? Oh, leck mich doch. Jetzt renne ich durch, jetzt habe ich keinen Bock. Alte Gabel. Ja, sicherlich. Ach, hier war die Schildkröte, der Krebs. Kann man einfach hingehen und... Was? Liebesbrief und Majolika. Erschütterte Majolika. Bringt mich aber auch nicht weiter. Was haben wir da gekriegt? Liebesbrief? Was ist der Liebesbrief? Ihr wollt einen Liebesbrief. Ah, und das sind die Masken. Liebesbrief. Ein versiegelter Brief, der bestimmt jemandem gehört, der ihn dringlich vermisst. You don't say. Okay. Ich sag ja, bringt mich nicht weiter. Hier muss irgendwo noch irgendwas sein, was ich übersehen habe. Wie kommen wir da rüber? Irgendwo fehlt ein Schlüssel. So, weil wir kommen dann nur rüber mit dem Schlüssel. Kann eigentlich nur sein, dass der Boss den Schlüssel droppt, oder?
Alles andere will ich jetzt mal ausschließen. Ja, dieser Miniboss meine ich, dieser Red Gate Typ. Oder ich habe wirklich irgendwo was übersehen, aber. Oh, warte mal. Nee, hier war ich noch nicht. Ich bin nie weiter hier hochgegangen, glaube ich, oder? Hier geht's weiter, Leute. Progress. Okay. Der reagiert gar nicht. Da ist ein Bonfire. Costa Cordalis. Schlüssel zum blutroten Kloster. Da haben wir es doch. Lol. Fuco. Fuoco fatuto. Nein. Oh. Lol. Es ist manchmal ein bisschen glitchy. Wie so eine Litchi-Glitchy. Aber so langsam steige ich dahinter. Manchmal so mit den Sprüngen. Also, dass er diesen Sprung hier jetzt verkackt hat. Mantellone, Teil 2 getötet. Hier hat man auch eine ganz gute Übersicht. Schon ganz, sieht doch schon ganz nett aus. Also echt wirklich so vom Level-Design her finde ich es echt nicht verkehrt. Mit vielen Abzweigungen und möglichen Geheimnissen. Muss man echt immer schön gucken, dass man nichts übersieht. So soll es sein. Kann man hier irgendwo... Aha, guck. Schnipsel des Cannavaccio. Ich glaube ganz ehrlich, so manche Begriffe, die haben sie sich einfach ausgedacht.
Da ist ein Bonfire, kommen wir nicht hin. Da müssen wir auf die andere Seite. Ah, wir können aufleveln auf jeden Fall eigentlich. Versuche ich das jetzt nochmal, da das Item zu kriegen? Ja, ich muss. Wer weiß, was es ist. Ja, das ist ja nicht so einfach, weil das hier so am Glitschen ist. Ah, gucken, ob wir es hinkriegen. Guck mal hier, wieder da. Ach, der hat das sogar eingesammelt beim Runterfallen. Lol. Der ist vorbeigeglitscht, aber hat es trotzdem eingesammelt. Okay. Dann müssen wir jetzt hier die Tür aufkriegen. So nehme ich. Weil der sieht böse aus. Ich wette, hier kann man, wenn man das mit den Aspekten, mit den Masken, den Skills und so weiter ein bisschen mehr in Einklang bringen, da kann man hier schon eine Menge rausholen, so bildtechnisch. Der gleiche Typ wie der Mini-Boss, nur in leichter. Und hier die Animation natürlich auch viel zu langsam. Und weg ist er. Ja, das macht natürlich schon Spaß, dieses Parry-Blocken à la Sekiro und dann bestrafen mit einem Repost. Das ist schon nice. Ammonia-Verstärker. Wie komme ich da hoch zu was immer mich da auch anschießt? Muss irgendwie da hoch. Da ist der Typ. Also, ich kann da unten noch lang stampfen. Sieht so aus, als ob man hier nicht hochkommt. Wenn es nicht hochkommt, gehen wir runter. Das war knapp. Nichts passiert. Ich finde diese Animationen, die sind so lang. Du kämpfst hier 5 Minuten gegen einen Typ, drehst dich um, der andere ist immer noch am Sterben. Okay. Ich habe richtig viele von diesen
Aufrüstungsmaterialien, glaube ich. Muss gleich mal den Amboss besuchen. Hier diese Nuggets. Und hier reizt mich es natürlich schon hier. Ich weiß, es ist. It's not that game, I know. Aber wenn. Wenn es geht. Bin ich denn hier gelandet? The fuck? Alter, ist das unverschämt. Das ist ja einfach nur mies gewesen. Zu lang. Hey, guck mal, wie lange das dauert. Jesus. Alter, es ist... So, wo waren jetzt meine Seelen? Da hinten. Oh Gott, da sterbe ich doch beim Versuch, die zurückzuholen, richtig? Richtig. Man weiß nie, wo es dann plötzlich glitscht. So. What the fuck? Nicht mitgehen. Oh, er lebt noch. Mal, dass es da so rot schimmert, ist da auch irgendwie auffällig, oder? Hier in dem Turm. Wenn er so durchs Fenster guckt, aber es muss nichts sein, aber es könnte auch sein, dass man hier hoch kann. Darum. Okay, wir gehen jetzt einfach mal den regulären Weg. Ich habe zwar das Gefühl, dass... Naja, vielleicht auch nicht. Warum ist das da so? Macht mich ganz wuschig, eigentlich, sag ich euch. Guck mal, wie das da oben aus dem Fenster leuchtet. Da ist doch was. Das
kann mir doch keiner erzählen, dass man da nicht rein kann. Oder ist das einfach nur Lightning? Nee. Lighting? Okay. So, wir gehen hier weiter. Weiter, immer weiter. Weiter. So, wir machen nochmal eine Schnellreise zum Amboss und gucken mal, ob wir unsere Waffe noch höher kriegen. Wir haben auch neue Waffen gekriegt, tatsächlich. Wir haben hier zwei so Dinger, die wir gerade nicht nutzen können. Den Sühnenbringer. Und Licht des Priors. Wir bleiben jetzt aber erstmal hier bei unserer Klinge. Und zwar dem Wacholderschwert. Wir können upgraden. Auf plus 5. Okay, weiter kommen wir nicht. Erschütterter Ephestiten-Nugget. 0 von 6. Okay. Aber was habe ich denn dann die ganze Zeit gesammelt? Das geht auch bei einem Level-Up ganz schön hoch. Guck mal hier. 40 mehr Adore-Schaden. Das ist wahrscheinlich Magieschaden, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Adore-Schaden, Magieschaden. Geht um 40 hoch pro Level. Also zum Vergleich, hier sind es knapp 20. Hier sind es aber auch 40. Sind es 20, 30, 30... 30. Das macht halt auch Adore-Schaden sehr hoch, aber physischer Schaden ist gar nicht mal so hoch, ne? 115, 348. Natürlich hier alles viel. Vielleicht die Waffe vom Nils doch gar nicht so schlecht gewesen. Hä, jetzt steht hier Adore Schaden 42. Warum? Jetzt ist es wieder viel schlechter. Hier, wenn man sie equipped, stehen ja ganz andere Werte. Hier ist jetzt 248, 193, 451. Und wenn ich in Upgrade-Bildschirm gehe, zeigt er mir Adore-Schaden 360 auf 393. Hä? Und dafür Erschütterungsschaden nur 36. Also so ganz steige ich noch nicht durch. Ganz steige ich immer noch nicht durch.
Weil wenn die Werte, die du hier beim Upgraden überhaupt nicht denen entsprechen, hier ist jetzt 115, 348, 136. Hier ganz andere Werte. Raffschnitt. Hängt vielleicht vom Charakterlevel ab. Ja, aber ich meine, es muss ja trotzdem irgendwie, also ist ja bescheuert, wenn du beim Upgrade-Bildschirm wirken dir irgendwelche Werte angezeigt und dann gradest du die Waffe ab, equipst sie und sie hat komplett andere, aber wirklich komplett, also wir reden hier von 300 Unterschied. Das ist schon ein bisschen weird, aber es wird sicherlich eine Erklärung geben. Wahrscheinlich Maske, irgendwas, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, erschließt sich es mir noch nicht so ganz. Ja. Egal, wir gehen mal weiter zum blutroten Kloster. Vielleicht kommt da jetzt ein Boss. Blutrotes Kloster klingt. Gab es das nicht bei World of Warcraft? Klingt auf jeden Fall nach Boss. Scharlachrotes Kloster, richtig. Da habe ich Stunden drin verbracht, Leute, ich weiß noch. Must begin anew. Blessed Maya, guide me through the darkness. Must the shepherd join the lambs? A late arrival. Let us pray. Oh nein. Ja, wie nice, dass er erstmal seine Attacke demonstriert. Vermilio! Der rote Prior. Alter! Alles klar! Yo! Ich liebe One-Shot-Bosse. Dodgen nicht leicht. Aber ich mache auch ein bisschen Damage zumindest bei ihm. Kann man sich nicht beschweren. Aber sehr schwer, die zu parryen, die Angriffe. Verdeckt. Der geht. Der untere ist sauschwer. Hier verzögert. Ist schon nicht leicht. Sag ich euch ehrlich. Wieso heilt er sich nicht? Ich hab doch gedrückt. Ich hasse es, dass diese Attacken einfach durch eine, egal wie, was für eine Attacke, einfach durchbrochen werden können. Also dafür, das ist wirklich eine Mechanik, die sie sich nochmal überlegen sollten. Deshalb nutzt man auch kaum dieser, und das ist auch eine miese Attacke, deshalb nutzt man kaum dieser Special Attacks. Der holt da mit seinem Hammer hier 8 Stunden so eine Animationsphase und du brauchst nur einmal Pip machen und dann ist die Animation, oh, oh, was?
Oh, da hat mich wohl jemand gekitzelt. Hab ich ja ganz vergessen. Also, da ist übrigens ein Amboss. Nee, Leute. Also, das funktioniert nicht im Balancing. Dann muss die Attacke Hyper Armor haben. Es ist ja okay, wenn ich Damage nehme, aber du musst auch Damage nehmen. Also, wovon reden wir hier, Freunde? Ich bin übrigens, wie es scheint, ziemlich anfällig für Dingsschaden, Magieschaden, Adore, Liebe. Ja, guck, wie viel mir diese kleinen Blobbys abnehmen. Wie lange die einen verfolgen. Boah. Ja, auch ein bisschen zu unter, gerade bei großen Gegnern, der ist ja jetzt größer als ich, dieses Hochgucken, dadurch kriegt man nicht mehr so gut mit, wie, was die Treffer, also die Distanz, wisst ihr, was ich meine? Der guckt so hoch, die Kamera geht auch so ein bisschen hoch. Ist schwerer abzuschätzen. Guck wieder! Du, wie sollst du diese Attacke durchkriegen, wenn die Animationsphase so... Das regt mich richtig auf. Wirklich. Das Spiel ist so kurz davor, richtig gut zu sein. Also, ich bin wirklich kurz davor, denen eine Mail zu schreiben. Das kann doch nur... Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das muss doch gepatcht werden. Jede Aktion wird von einer Trefferberührung unterbrochen. Egal was du machst, ein Treffer vom Gegner, egal ob das ein schwerer, ein leichter ist, egal was es ist, bricht deine Animation, egal was du machst, ab. Ob du dich heilst, ob du selber schlägst, ob du ein Special, Zauber, whatever. Und dann fliegen 7 Projektile plus Schläge auf dich. Ich habe noch nicht eine Special Attack bei dem durchgekriegt. Und die sollen doch, also die muss man ja aufladen, die sollen dich doch belohnen dafür, dass du Schläge ausgeteilt hast. Ich raff das nicht. Hier, bei Aufstehanimation keine Treffer. Ja, diese ist ein bisschen schnell, die Attacke, ne? Hier, wie soll man... Guck mal, wie schnell dieser Schuss kommt.
Na, da muss ich vielleicht drüber springen, ne? Ja, Balancing ist die eine Sache. Balancing ist aber für mich eher, welche Attacke macht wie viel Schaden oder sowas. Aber jetzt nicht fundamental Gameplay-Mechanics. Das muss denen doch beim Playtesting jemand mal gesagt haben. Halbe Energie weg. Beim guck mal, Masken kann man auch upgraden. Ah. Das ist ja interessant. Und Special Skills kannst du auch upgraden. Jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit eingesammelt habe. Aber ich meine, warum sollte ich die Special Skills upgraden, wenn ich die eh nicht durchkriege? Und kostet halt auch sau viel. Das ist einfach mal 3.200. Gerade das falsche Schwert abgegradet. Ich bin ja dumm. Ich habe gerade das hier abgegradet, ne? Das wollte ich überhaupt nicht.
cleanse this holy place from deviance and perversion with my own blood. With a your sacrifice, the goddess will have to answer my prayers. Jetzt habe ich mal. Dann macht er die alles vernichtende Attacke, ey. Naja. Gibt's doch nicht jetzt hier. Lol, Alter, hör doch auf jetzt. Ich hab keinen Bock mehr jetzt. Er ist einfach one-shottet er, wenn er es braucht. Silence is more excruciating
than a dagger's point. Diese Magieattacken von dem, die sind halt einfach komplett crazy. Jetzt haben wir ihn, oder? Lol. Da geht er down. Wie schlecht einfach diese Spezialattacken sind, ey. Soul I give as absolute. I plead to you, do not forsake me. 38.000 Seelen ist allerdings eine sehr nice Belohnung. Oh, und guck, wir haben richtig viel gekriegt. Das finde ich ja schon wieder sehr schön, ne? Dass man dann auch ordentlich belohnt wird. Das ist nach meinem Geschmack. So muss es sein. Was haben wir alles gekriegt? Ich glaube, da war eine Waffe hier, den Zinnober-Hirtenstab. Ja, Rützenhürtel, das ist ja wohl unsere neue Waffe. Der Zinnober-Hirtenstab. Eine neue Maske haben wir gekriegt, die Maske des Vermilio. Das Ausführen von Adore-Ausbruch erhöht kurzfristig deine Adore-Kraft. Okay. Ja, bei den Masken, da bin ich noch nicht so ganz. Und dann haben wir noch einen neuen Aspekt. Aspekt. Okay, das ist Assassine Elementarist, ja. Verstehe, macht Sinn. Ein Stapel Briefe von Vermilio an Maya, in denen er immer fieberhafter und verzweifelter wird. Okay. Aber also, ich sag mal so, zumindest belohnungstechnisch finde ich das echt gelungen, weil da freut man sich. Und jetzt habe ich doch hier gleich den geilen Stab in der Hand. Und der macht richtig Laune, das sehe ich jetzt schon. Guck mal hier, der ist schnell, Riesenreichweite. I like. Und 38.000 Seelen ist jetzt nun auch nicht schlecht. Da gehen wir direkt hier an den Amboss. Und ballern. Ups. Okay, wieso geht das nicht? Hä? Ey, ich kann mit den Tasten... Ich komme nicht runter im Menü. Ich kann keine Waffen auswählen. Was ist hier los? Hä? Jetzt muss ich erstmal hier ins Bonfire.
die Pfeiltasten? Das ging ja eben die ganze Zeit. Ich kann nicht mehr. Hier, ich drücke. Und die Pfeiltasten? Über die Tastatur? Nee. Na, Maus. Das ist irgendein Bug. Okay. Hier, der Hirtenstab. Den können wir jetzt schön verbessern. Den finde ich nämlich nice. Plus 3. Plus 4. Ne, jetzt ist er plus 3. Ungenügend Material. Okay, mehr haben wir nicht. Aber den Zinnober-Hirtenstab, Freunde. So, Level up. Was machen wir da? Ich kann hier auch wieder nicht benutzen. Ich kann nach links und rechts, aber nicht mehr nach oben und unten. Okay. Was ist denn geil? Assassine geht auf Angriffskraft und Glück. Tricks, da geht auf Taschengröße. Was ist denn Taschengröße? Kampfmagier. Geht's denn hier eigentlich jetzt weiter oder ist es nur eine Boss-Arena gewesen? Hier ist sonst nichts mehr, ne? Okay. Aber inwiefern hat mich das denn jetzt im Gesamtkontext weitergebracht? Die Waffe ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Die macht ja kaum Damage. Okay, da habe ich jetzt mit mehr Schaden gerechnet, ehrlich gesagt. Moment, das ist ja auch die falsche Waffe. Das ist ja die Nils-Waffe. Hier stimmt ja gar nichts mehr gerade. Wow, was ist denn jetzt? Hier habe ich komplett irgendwas verstellt. Warte, so. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Wieso ist denn das jetzt der Kollege? Kann man das jetzt nicht umstellen? Was ist denn? Auswählen. So, ich wähle den aus. Und dann ist wieder der. Ich glaube, hier ist gerade alles verbuggt. Kann das sein? Ich kann das nicht mehr wechseln. LOL. Egal, was ich mache. Ich will zumindest einmal noch mit dieser
mit dieser Sichel angreifen jetzt. Ja, leider noch ein bisschen buggy. Aber wir wollen auch nicht zu hart ins Gericht gehen. Das ist wirklich ein Indie-Studio. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einem Powerhouse wie FromSoft. Und das Spiel macht schon Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier zum Spielen quälen muss. Natürlich nerven mich hier die ein oder andere Sache. Aber nichts, was ein, zwei Patches nicht wirklich relativ leicht auch beheben könnten. So, mal gucken, ob es jetzt geht. Aber diese Bugs sollten natürlich... Wieso kann ich nicht mehr die Garnitur wechseln? Mach... Ist... Geht nicht mehr. Ich weiß nicht, was es ist, Leute. Was jetzt mit Tastatur geht's auch nicht mehr. Das so. Ob das jetzt klappt. Also das hat jetzt geklappt. Komisch. Jetzt kann ich ja wenigstens diese Waffe testen. Hier sieht man es sehr schön durch diese... Er unterbricht einfach mit seinem... Was ist das? Der hat einen kleinen leichten Flegel oder irgend sowas. Er kann komplett mich staggern mit einer leichten Attacke. Na gut. Also die Waffe muss noch ein bisschen weiter gelevelt werden, aber Stand jetzt ist immer noch hier... Für mich die beste Waffe, die hier. Das Wacholderschwert. Gut. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit Enotria The Last Song. Also ich habe es jetzt circa 5-6 Stunden gespielt und ja, wir brauchen nicht um heißen Brei reden, dass das jetzt nicht direkt From Software-Qualität ist. Ich glaube, das hat auch keiner erwartet. Aber wir haben es hier mit einem ganz netten Souls-like zu tun, das viele gute Ideen hat und ein, glaube ich, relativ komplexes Bildsystem mit Masken,
mit Aspekten, Waffen, Magie, Maskenfersen, also Special Attacks, da ist einem Skillboard, also da ist schon eine Menge steckt da drinne. Sehr ambitioniert. Das Kampfsystem macht eigentlich auch Spaß, weil es sehr Sekiro-mäßig ist, im Sinne von mit schnellen Parries oder Blocken ladet ihr den Balken vom Gegner auf und könnt ihn dann bestrafen. Das macht einfach Spaß, da kann man gar nichts anderes sagen. Viele Waffen, gutes Risk-and-Reward-System, finde ich, upgraden. Eigentlich alles drin, was man so mag. Es hat hier und da aber auch noch ein paar Probleme, muss ich auch sagen. Also vor allen Dingen, was mich am meisten momentan noch stört, ist, dass die Gegner einen mit der leichtesten Attacke schon komplett aus dem eigenen Angriff rausschmeißen. Egal, was es ist, das muss unbedingt gepatcht werden, weil das ist einfach unfair. Aber ansonsten glaube ich, dass mit einem Patch, mit ein, zwei Balancing-Anpassungen hier auf jeden Fall ein vernünftiges Souls-like draus werden kann. Es gibt eine Demo zu Ennotria. Es gibt eine Demo zu Ennotria und am besten zockt ihr die einfach mal selber. Ich habe die auch schon hier im Stream gezockt. Also, die Demo gibt's nicht mehr? Nee, die wurde ausgeschaltet, glaube ich. Ehrlich? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Ich finde die auf jeden Fall nicht mehr. Hast du nach Ennotria Demo gesucht? Ach, das ist jetzt bei Steam anders, ne? Dass man das. Kennst du die noch? Nee. Da haben die ja da rausgenommen. Schade. Tatsächlich. Ja gut, dann könnt ihr das nicht probespielen. Also natürlich könnt ihr eh immer probespielen und zurückgeben. Aber die Demo gibt's nicht mehr, tatsächlich. Verstehe ich nicht. Naja, okay. Checkt das Spiel auf jeden Fall aus. Unter mir gibt's auch noch ein Panel, wo ihr draufklicken könnt. Und ja, wenn ihr da auf der Suche nach einem Souls-like seid, gebt dem Spiel eine Chance. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Es ist noch nicht perfekt, ganz klar. Ich habe da noch Kritikpunkte. Aber ich muss sagen, die 5 Stunden haben mir schon auch ein bisschen Spaß gemacht. Also checkt das ab und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von Ennotria haltet. The Last Song. Der Bumper geht wieder nicht, Nikola. Ich bin schon nicht. Ist das Kabel nicht ich? Nein, dieses Mal nicht ich. Ich raff's aber auch nicht. Ist das ein Wackel?